der Route 66. Simulator. Glückwunsch, du bist jetzt der Besitzer der Dust Bowl Tankstelle. 12 Stunden später. Ja, mitten in der Nacht, 1.12 Uhr. Und damit ein herzliches Willkommen zu Gas Station Simulator. Und ja, früher oder später musste es soweit kommen. Ich kann mich diesem meisterlichen Meisterwerk nicht entziehen. Und wir werden mal sehen, was so abgeht. Okay. Ah. Okay, gut. So. Hier ist natürlich der Plan, ne? X plus 5 durch 10 minus 40 zum Quadrat. Ne? X minus 5, X minus 500 zum Quadrat. Ergebnis, Profit. Wie sich das gehört. Natürlich ein bisschen was zum Schmusen. Das muss auch sein. Ganz wichtig, eine Knarre. Kann ich aber nur aufheben. Okay. Knarre aber wichtig, ne? Um Unrat zu beseitigen. Frech. Finde und betrete die Tankstelle. Okay. Während du etwas in der Hand hältst, kannst du es mit R1 in den Mülleimer werfen und eine Punktzahl erhalten. Das ist toll. Ah, und das ist der Mülleimer. Nee, das war zu wenig. Das war zu viel. Aber der Weg ist frei. Und ich habe Müll gemacht. Okay. Jo. Schön. Ja, das werden wir alles jetzt feststellen, was das alles so ist. Ist auf jeden Fall sehr ruhig, abgelegen und mächtig abgefuckt. Das sieht nicht so gesund aus. Das ist die Tankstelle. Oh. Ja, okay. Wir müssen erstmal den Eingang öffnen. Und die Fenster offensichtlich auch. Okay. Hallo? Nice. Schöne Uhr. Es stinkt und es sieht schrecklich aus. Folge dem Hochspannungskabel und finde einen Weg, den Strom einzuschalten. Okay. Ich würde auch mal kurz... Also... Hätte ich von außen machen sollen wahrscheinlich. Es ist sehr ruhig. Aber es müsste Spielmusik geben. Theoretisch. Ah, dem Mast folgen. Okay, machen wir. Kann ich sprinten? Ich kann sprinten. Ja, gut. Okay. Da ist ein Hebel. Kann ich den jetzt einfach... Yo. Bam. Light is on. Nimm den Anruf in der Telefonzelle entgegen. Was ist das hier für Mucke? Oh, ein Spielautomat. Okay, später. Wir erstmal Aufgabe. Damit wir hier richtig durchstarten können. So. Ah, da ist Telefonzelle. Okay.
auch so? Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Alles klar. Ein freundliches Hallo. Lese die E-Mail auf dem Computer. Natürlich. Wie er sagte, diese Anweisungen sind wichtig. Denn Tempusal. Okay, okay. Schauen wir mal. Damit kann ich nicht interagieren. Okay, okay. Hier liegt halt ein Haufen Scheiß rum. Alles nicht so schön. Hier. Okay, E-Mail. Aufgabe erledigt, ja. Geh mal weg, danke. Hallo. Anführungszeichen. Okay. Man hätte sie nicht ausschreiben müssen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke. Wie auch immer, ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deine Wagen verkaufen musstest. Meine Wagen? Okay. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können. Nö, wozu, wenn ich selber Geld habe? Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine E-Mails werden in regelmäßigen Abständen kommen, sodass alles übersichtlich bleibt. Das soll dir helfen, diese Tankstelle zum Laufen zu bringen. Vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Jawohl, jawohl. Fange mit der Sanierung an, Zapfsäule. Mit der Sanierung der Zapfsäule an. So. Mach dir keine Sorgen wegen des Geldes für diesen Teil. Wir sind schließlich Familie und was wäre ich für ein Onkel, wenn ich nicht helfen würde? Du kannst mich auf meine Hilfe verlassen. Fantastisch. Ich mag die Texte jetzt schon. Ich wusste ja, es ist ein Qualitätsspiel. So, was soll ich machen? Steige in den Minibagger. Er heißt Rudy. Okay. Ihr Name ist Rudy. Das ist ein toller Hinweis. Oh, okay. Rudy, ich komme. Du bist Rudy. Nice. Okay. Steht auch irgendwo Rudy dran? Da, Rudy. 102. Vielleicht noch eine 1. Eventuell. Auf jeden Fall ein ganz tolles Teil. Dessen Auspuff, gerade nach innen verschwunden ist. Ich bin mir unsicher. Ach, springen kann ich auch, gut. Was ist das hier? Excavator Reset, okay. Wir steigen mal ein. Entferne die Sandhaufen vor der Zapfsäule. Wenn etwas schief geht. Moment. So, wenn etwas schief geht auf dem Parkplatz des Baggers, findest du einen Knopf, der seine Position zurücksetzt. Ah, okay. Warte mal. Invertierte Steuerung? Das ist mies. Okay, fahren wir mal hin. Kein Kraftstoff. Finde einen Weg, den Minibagger aufzutanken. Suche nach einem alten Benzinkanister. Okay. Steige ich auch mit Dreieck wieder aus? Ja, okay. So, ich folge mal hier. Und finde einen Benzinkanister. Kanister, fülle den Benzinkanister an der Zapfsäule auf. Ja, wenn er voll ist, tanke den Bagger auf. Macht Sinn. Füll den Kanister aus. Ah, nice.
Okay, okay. So. Er hat zwei zum Platzieren. Ja. Sieht aus, als wenn er gefüllt wird. Ich tippe drauf, dass er gefüllt ist. Ich habe schon wieder zwei E-Mails. Da ist der Tankstutzen. Ja, schön, dass das schön angezeigt wird. Sehr gut. Ich mach den direkt wieder voll, oder? Einen vollen Kanister auf Tasche haben, ist gar nicht so verkehrt. So. Passt da eigentlich mehr als eins rein? Ja. Offenbar schon. Ah, jetzt ist voll, auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich aber trotzdem nochmal voll machen und dann würde ich mal kurz die zwei E-Mails lesen, bevor die sich stapeln. So, reicht das, wenn ich hier kurz... Ja, dann nimmt er automatisch die Hand. Sehr gut. So, was sagen denn die E-Mails? Das war das Hallo, genau. Neue Fahrt, Mini-Bagger. Ich sehe, dass du Rudy gefunden hast. Ich spreche von dem Bagger. Einer meiner Bauunternehmer hat sich, sagen wir mal, in das Ding verliebt. Irgendwann bleibt der Name hängen. Also heißt er jetzt Rudy. Wie auch immer, ich brauche ihn nicht mehr. Aber er könnte für dich sehr nützlich sein. Okay, sei nur vorsichtig, er ist alt. Beim Sandsammeln... Hey's right. Okay. Überhitzen die Gänge gerne. Aha, wenn das passiert, dann mit R1 die Hitze ablassen. Okay. Wenn du es nicht machst... wenn du es nicht machst, wird der Motor überhitzen und du verlierst Sprit. Okay. Und den Sand nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Finde entweder einen Bereich außerhalb der Tankstelle oder suche einen dafür abgegrenzten Bereich. Okay. Technisch gesehen, kannst du mit deinem Führerschein keine Schwerlastfahrzeuge wie Rudy fahren. Aber es ist nicht so, dass in der Mitte der Wüste jemand es kontrollieren würde. Sehe ich positiv. Benzinkanister im Inventar, okay. Ich bin sicher, dass du es weißt, aber ich werde nur kurz daran erinnern. Du benötigst einen Kanister, um Rudy aufzutanken. Öffne das Werkzeugdingsbums, ja, und behalte dein Inventar im Auge. Ich bin sicher, es wird mit der Zeit wachsen. Okay. Ist eigentlich nur noch mal das, was schon war. So. Rudy, wir haben einen Job. Du hast Sprit und ich habe einen Job. Geht das jetzt so einfach irgendwie? Halte gedrückt, um aufzuheben. Okay. Ah ja, ist doch so einfach. Ah. Ah, wenn der Auspuff rot wird. Hier soll ich jetzt L1 drücken, um ihn abzukühlen. Ah. Okay. Bisschen nice, okay. So, und hier kann ich es abladen, weil das ist ja Sandplatz und so. Loslassen. Sehr gut. Öffnet die Tankstelle für Kunden. Hinweis, du hast wenn du keine Zeit hast, Kunden zu bedienen, schließe die Tankstelle wieder, damit du dich auf andere Aufgaben konzentrieren kannst. Warum sollte ich das? Ich habe noch eine neue E-Mail. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass das jetzt auch nur wieder eine Beschreibung ist. Öffne und schließe der Tankstelle. Oh, okay. Ist also nicht so wichtig. Hier sieht es schrecklich aus. Und ich soll jetzt für Kunden öffnen. Schwierig. Aber wir machen es mal. Bam. Open. Dust the bowl.
Eröffnung der Tankstelle. Du kannst die Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Nutze die freie Zeit, um die Tankstelle zu organisieren oder andere Aktivitäten zu erledigen. Na klar. Rechts neben dem Hebel befindet sich eine Taste, die den Verkehr wieder in Gang setzt. Okay. Open, closed. Okay. Ah, hübsch. Nice. Schön, schön, schön. Okay, wozu die Taste dann auch immer sein wird? Nicht mehr Kraftstoff. Du hast neue E-Mail. Okay. Fülle die Kraftstoffvorräte über dem PC nach. Ah, ich muss jetzt Lieferungen, Kraftstoff. Ja, ich brauche natürlich Sprit. Gut, dass mir das auffällt, nachdem ich die Tankstelle eröffnet habe. Das finde ich sehr gut. Da, Lieferung. Kraftstoffvorrat. Wie viel nehme ich denn da? Habe keine Ahnung. Ich kann offenbar sehr, sehr viel nehmen. Wie viel Geld habe ich denn? 450. Wir setzen mal zurück. Airport. Okay, das kommt auch noch. Das sind 400. Okay. Jetzt habe ich noch 55. Das ist toll. Eine E-Mail und Kunde an Kraftstoff. Ja, Kunde an Kraftstoff ist gerade schwierig. E-Mail ist jetzt bestellen und Dings. Okay. Ich habe keinen Kraftstoff mehr. Ja, kaufe Kraftstoff. Ah, ja. Ich habe ja alles eingeschalten, was ging. Das heißt, die haben ja auch sehr tolle Weihnachtsmützen auf. Die kann ich, glaube ich, auch ausschalten. Und ich glaube, der Weihnachtsmann fliegt ja auch vorbei und sowas. Ja, alle solche Dinge. Okay, ich brauche Sprit. Teste deine Fähigkeiten am Arcade-Spiel, während du auf deinen nächsten Job wartest. Okay. Machen wir doch. Das ist sogar eine Aufgabe. Okay. Oh. RC-Autorennen. Durchfahre alle Kontrollpunkte der angegebenen Reihenfolge. Beende das Rennen unter 1 Minute 15, um $20 Belohnung zu erhalten. Springen ist X, verlassen ist Dreieck. Okay. Mal sehen, wie sich das fährt. Okay, okay. Unter 1 Minute 15 kriege ich das hin. Oh. Das war so gewollt. Das war Skill. Klar, ne? Brauche ich nicht zu sagen. Da kann ich durch. Okay, okay. Das wusste ich nicht. Das musste ich einfach testen. Okay. Nein! Ich muss unter 1 Minute 15. War aber knapp. So, was haben wir jetzt hier? Die Lieferung eingetroffen ist, öffne das Ventil, um mit dem Befüllen zu beginnen. Das wird wohl das hier sein. Ah. Ein recht moderner Tankwagen. Guten Tag. Supply 66. Oh, okay. Freut mich sehr. Deine leere Bierflasche nimmst du aber mit, oder? So gehen wir das hier nicht an. Okay, bediene den ersten Kunden an der Zapfsäule. Okay, okay. Das Auto kann betankt werden, nachdem der Kunde das Auto verlassen hat. Ja, schön. Oh. Greife die Zapfpistole, während der Kunde wartet. Der Tankdeckel wird visuell umrissen. Ja.
Betanke das Fahrzeug durch Interaktion mit dem Tankdeckel. Treffe das Ziel, um bezahlt zu werden. Plus Trinkgeld, wenn wirklich nahe am Ziel. Okay, verstehe. R2 auf den Tankdeckel, ja. R2, um das Tanken zu stoppen. Okay. Bam. L2, um Boost zu starten. Ah. Cool. Nice. Kaufe einen Müllsack und nehme ihn in die Hand. Okay. Wieder eine neue Mail. Bestimmt wieder Unwichtiges. Jawohl. Werkzeuge. Ein Müllsack. Den nehme ich doch gern. Achso, nehme ihn in die Hand. Nimm ihn in die Hand. Sammle Kleinabfälle mit Müllsäcken. 20 Stück. So, alles, was hier leuchtet, ne? Wenn ich anfange, hier aufzuräumen. Das ist der erste Müllsack. Hier, das nehmen wir auch alles mit. Ist ja gerade so. Geht das auch? Oh. Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, wir machen ja direkt fertig. Visier. Ah, okay. Da kann ich ihn leeren. Okay, dann den natürlich auch gleich. Okay. Alte Möbel wegwerfen. Große Schrottteile, Müllsäcke und altes irgendwas. Okay. Das war nochmal... Ah. Kunde. Guten Tag. Trinkgeld. Trinkgeld. Ah ja, das soll ich jetzt alles rausschmeißen. Okay. Ah, Container gibt es ja offenbar viele überall. Highscore. Okay, was sind das? Elvis lebt. Was soll ich dazu sagen? So. Highscore. Heißt das, ich kann hier... Wenn ich versiert wäre. Highscore 631, 632. Oh, okay, okay, okay. Kriegen wir hier einen coolen Shot hin? Nee, das war zu wenig. Das war auch zu wenig. Bei 70 oder so, ne? So würde ich jetzt vermuten. Ah, der ging doch drüber, oder? Oder ging der echt rein? Sah so aus, als wenn der drüber ging. Ich glaube, der ging wirklich drüber. Ja, hier liegt er auch. Aber ich habe die Punkte bekommen. Ja, ich muss mal hier... Das war nicht so gut. Ist er jetzt weit geflogen? Ne, es geht eigentlich. Wir machen mal von hier hinten. So. Und volle Karacho. Nee, das ist viel zu weit. Komm, das kriegen wir hin. Es gibt doch 100% eine Trophäe, wenn ich hier auf übelste Entfernung so einen Shot hinlege. So. Das ist echt der Weihnachtsmann, den ich gerade höre. Bam! Ruhig Blut. Da ist der Weihnachtsmann. Ruhig Blut nennt sich die Trophäe. Okay. Nice. Muss man halt Punkte für sammeln? Ist jetzt der Reifen diesmal auch drin gelandet oder? Eigentlich nicht. Egal. So. 5 von 12. Achso, und wir haben ja einen Kunden. Mensch, Mensch, Mensch. Entschuldigen Sie fürs Warten. Beachten Sie Elvis nicht. Wir lieben ihn alle. Great. Yo, Trinkgeld. Fast 5 Dollar. Muss ich erstmal kurz überlegen. Aber ich gehe mal von aus, hier ist alles auf Dollar ausgelegt. Hier. Alte Reifen weg. So.
Ich hoffe, das stört die Kunden nicht mit dem Geist. Jetzt ist auch tatsächlich Musik da. Sie ist relativ leise, oder? Täusche ich mich da? Alles wie üblich gemacht. Wir gehen mal. Wir machen mal 100%. So. Hört die Musik auf. Die ist nicht überall, oder? Okay. Ist in Ordnung. Oh, ich muss hier irgendwie... durch die Tür durch. Schon wieder eine neue E-Mail. Fegen. Okay. Kaufe einen Besen. Auf dem Balken oberen linken Ecke. Ja. Warte, ich Besen kaufen. Ah. Natürlich frei, das finde ich gut. Ein Besen. Oh, ich sehe schon. Okay, es ist recht simpel gehalten, das ist gut. Einfach fegen. Oh, ja, den ganzen Scheiß hier von uralten, mittlerweile verstorbenen, ehemaligen Mitarbeitern und so. Aufgabe erledigt. Stelle die Müllabfuhr. Aber das macht doch noch gar keinen Sinn. Gibt's ja draußen eigentlich auch was zu fegen? Oh, was ist hier? Das ist eine Toilette. Okay, das ist cool. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Den bedienen wir natürlich mal. Hallo, guten Tag. Wie viel hätten Sie gerne? Hätte mehr sein können. Was, du hattest Angst vor irgendwas? Da kommt jetzt Hexe raus. Okay. Sie hat, was mir sehr gefällt, sie hatte ein sehr kleines, süßes Weihnachtsmützchen auf ihrem Mützchen. Nun. Müllabfuhr bestellen. Okay. Kostet offenbar nichts. Wer bist denn du? Ereignis, Dennis. Dennis wird gelegentlich auf die, auf der Tankstelle erscheinen und Graffiti an die Wände malen. Was? Verscheuche ihn, indem du Gegenstände nach ihm wirfst. Na, aber sowas von. Im Verlauf des Spiels werden neue Ereignisse erscheinen. Sie können in den Optionen abgeschaltet werden. Im Prolog gibt es nur ein Ereignis, Dennis. Okay, ich habe, glaube ich, alles eingeschalten, was Ereignisse angeht. Wo ist er? Nee, 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 nee. Bäm. Piss dich. Bäm! Piss dich! Hab nichts mehr. Bäm! Piss dich! Mistwanst. Haut ab, der kleine Dennis. Mir ein Alien dran gemalt, das ist frech. So. Huch. Okay. Bedienen wir mal noch hier. Feucht fröhlich. Den hier. Wow, super. Ja, gerne, gerne, gerne. Absolut kein Problem. Kaufe einen Farbroller und streiche die bekritzelten Wände. Okay. Die Farbe wird sich im Laufe der Zeit abbauen und die Tankstelle muss gelegentlich neu lackiert werden. Freiwillig. Okay. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Sieht mir nicht so richtig aus. Der Mülldude hat jetzt allen Müll mitgenommen. Der Mülldude hat allen Müll mitgenommen. Ein bisschen überwältigt. Okay, hier kann ich echt... Okay, das Schild kann ich durch die Wand tragen, aber ich habe noch keine Toilette. Wir holen uns mal den Farbroller. Jawohl. Und dann würde ich sagen, ist hier auch schon das Ende der ersten Folge. Kunde in Kraftstoff. Nehmen wir natürlich noch mit. Schönen guten Tag. Der hat auch so ein kleines süßes Mützchen auf dem Mützchen. Ja, finde ich putzig. Okay, zack. Thanks. Bitte. Danke fürs Trinkgeld und so. Ja gut. Wände streichen, nächste Folge, würde ich sagen.
Dann sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein in der ersten Folge und mal schauen, vielen weiteren Folgen im Gas Station Simulator. Dann nochmal vielen Dank, bis dann und ciao, ciao.